Marcel Lerch, es gibt Neuigkeiten von Qamar, der ja jetzt vor einigen Wochen nach Pakistan abgeschoben wurde. Was wissen Sie, wie es ihm geht? Was ist inzwischen passiert? Ja, ich hatte heute Morgen einen Anruf um früh um 7:30 oder 8, habe mich eine ausländische Nummer angerufen, habe ich abgehoben, dann war der Qamar am Telefon mit dem Telefon seines Cousins. Er wurde vergangene Nacht freigelassen. Er wurde durch seinen Bruder freigekauft. Wir hatten eine Connection aufgebaut über hochrangige Leute in Pakistan, die das etwas beschleunigt haben und geschaut haben, dass das schneller geht. Und schlussendlich hat ihn, wie gesagt, sein Bruder freikaufen können. Was hat er über seine Zeit im Gefängnis erzählt? Ja, dass diese Zeit sehr, sehr schlimm war. Sind 30 bis 40 Männer in einer Zelle gewesen, auf engstem Raum, ohne Bett, ohne Pritsche, mit 3 Toiletten, geschlafen wurde am Boden. Essen war eine Katastrophe. Wenn man Glück hatte, hat man etwas bekommen. Die stärkeren Insassen hatten von den schwächeren die Teller genommen bzw. die Teller ausgegessen. Und also es war wirklich eine schwierige Zeit. Er musste jeden Tag arbeiten, hart arbeiten im Gefängnis. Und sie wurden richtig hart drangenommen. Weiß man jetzt, wie es weitergeht mit ihm? Ja, im Moment ist er in Karachi, also nahe dem Gefängnis, bei seinem Cousin. Seine Heimat oder seine Familie lebt 20 Stunden per Bahn entfernt von Karachi. Und die wird er jetzt die nächsten Tage wird er dahin reisen mit dem Zug. Und seine größte Sorge ist im Moment, wie er seinem Bruder das Geld zurückgeben kann, mit dem er ihn freigekauft hat. Aber wir werden uns darum kümmern. Also da habe ich ihm heute gesagt, er soll sich keine Sorgen machen. Da werde ich mich darum kümmern, beziehungsweise auch die Familie Metzler aus Wolfurt, bei der er ja sich sehr heimisch gefunden hat. Wir hatten heute früh schon Kontakt und wir werden das ganz sicher übernehmen oder das Geld auftreiben.